Nach monatelangen intensiven Demonstrationen der Landwirte im Winter und Frühjahr weht ein neuer Wind in der europäischen Landwirtschaft. Mit Ideen wie der Zuteilung von EU-Mitteln an Landwirte nach Bedarf und nicht nach Hektar wurde an diesem Mittwoch der strategische Dialog mit Interessengruppen veröffentlicht. Der zuständige Professor glaubt, dass das der Schlüssel zur Überwindung der stark polarisierenden öffentlichen Debatte war. Eine Überarbeitung der gemeinsamen Agrarpolitik, auf die ein Drittel des EU-Haushalts entfällt, ist eine der wichtigsten Empfehlungen. The recommendation is to make the CAP fit for purpose, and this means on the one side enabling for lively rural areas. This means in the second function income support. But as the CAP is public money, this income support should be targeted, much more targeted to those who actually need this support. Erwartet wird, dass die Europäische Kommission diese Vorschläge als Grundlage für ihren neuen Entwurf zur Landwirtschaft und Ernährung verwenden wird, der Anfang 2025 fertiggestellt werden soll. Greenpeace ist an den Diskussionen beteiligt und spricht von einem guten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. If I had to write this, I would write it very differently. But I accept it again as a consensus after 7 months of very hard work and very tough negotiations. So I'm extremely happy to see, for instance, all this group of stakeholders accepting the fact that we need to address the negative impacts of livestock farming, not at the expenses of farmers. We need to help farmers in the transition, but it's clear that we all agree we need to tackle the problem of livestock in the areas with very high livestock concentration. Wie der Übergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft finanziert werden kann, war eine der Hauptforderungen während der Bauernproteste. Der wichtigste Bauernverband war ebenfalls an dem Dialog beteiligt. Die agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls sur leurs propres épaules la totalité des changements. Certains changements ont un coût ou mettent en difficulté les exploitations car les changements sont trop importants. Il faut donc un soutien puisque ça correspond à une demande de la société, c'est la société via les soutiens publics qui doit accompagner via ce fonds de transition. In dem Text wird die Kommission außerdem aufgefordert, ihre Handels- und Nachhaltigkeitspolitik besser aufeinander abzustimmen.